Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Und heute mit einem Spoiler zu Promi-Büßen und Yvonne Wölke. Für alle, die jetzt sagen, oh, höre ich nicht, dann schaltet bitte ab, denn ich werde euch jetzt etwas erzählen, wo ihr sagen werdet, krass, denn wir erinnern uns zurück an die große Zeit des Rosenkrieges zwischen Peter Klein, Iris Klein und Yvonne Wölke und wir alle hatten dann irgendwann auch den Punkt erreicht, wo wir gesagt haben, es reicht. Und wir wussten aber auch alle, das alte Thema wird irgendwann noch einmal kurz aufkochen, nämlich beim Promi-Büßen. Und genau so ist es auch geschehen. Ich konnte heute die ersten 10 Minuten der Runde der Schande mir anhören und dort traf Tatsache Yvonne Wölke auf Iris Klein. Allerdings anders, als ihr euch das vorstellt. Iris Klein war nicht wahrhaftig im Studio, aber es gab ein Aufeinandertreffen und das möchte ich heute mit euch besprechen. Harte Vorwürfe, eine heftige Eskalation, das solltet ihr auf keinen Fall verpassen, wenn es ausgestrahlt wird. Alles richtig, richtig krass. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, mich holt ein Déjà-vu wieder ein, als ich mich mit diesem Thema wieder kurz beschäftigt habe und dachte mir, oh, das kennen wir doch alles schon. Es gibt inzwischen auch ein Statement von Iris Klein, von Yvonne Wölke noch nicht. Ich lese es euch einfach mal schnell vor. Danke, danke, danke an alle, die hinter mir stehen. Ich will mich gar nicht mehr zu dieser charakterlosen Person äußern. Es ist erbärmlich, wie sie für Fame über Leichen ging und jeder sieht es nun endlich. Ich glaube an die Kraft des Karmas. Zitat Ende. Iris Klein, Mama vom Instagram-Profil. Also schon alles sehr, sehr krass. Und ich habe das gesehen, die ersten 10 Minuten und dachte mir einfach, pfff. Okay, das könnte nochmal wirklich den einen oder anderen hier interessieren. Hier sind ja viele, die durch das Thema Yvonne Wölke und Iris Klein aufmerksam geworden sind, hier auf meinem kleinen Kanal. Ich werde darüber auf jeden Fall auch berichten, aber wirklich nur, wenn richtige, heftige Sachen passieren. Aber dieses Aufeinandertreffen ist schon ganz schön krass. Und es gibt hier ein Artikel von TV Movie, aber ich glaube, ich muss da ein bisschen was korrigieren. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich selber habe es noch nicht im TV gesehen, hatte aber den Eindruck, dass Iris live zugeschnitten war. So war mein Eindruck. Allerdings steht hier etwas ganz anderes in dem Artikel. Deswegen hier ist es natürlich immer schwierig, wenn es noch nicht offiziell ausgestrahlt wurde, dass die Meinungen dann so auseinandergehen. Ja, aber hier steht erstmal drin, Promi büßen, Iris geht auf Yvonne los, die baggert jetzt meinen neuen Freund an. Das soll wohl Iris Klein, beziehungsweise das hat Iris Klein in der Serie gesagt, in dem Format. Ich habe das auch gehört und hier geht's los. Das große Promi-Büßen Iris Klein schaltet sich ein. In der Sendung stellt Wölke klar, Peter hat die Iris nicht mit mir betrogen. Wir haben uns einfach gut verstanden. Sie hat es leider falsch verstanden, weshalb das Ganze in der Öffentlichkeit so aufgebauscht wurde. Doch Olivia Jones hat eine böse Überraschung für Wölke parat. Im Vorfeld interviewt ProSieben Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein Material, das zur Runde der Schande zu einem inszenierten Zwiegespräch führt. Zitat Ende. Und dann, wenn das wirklich ein inszeniertes Zwiegespräch war, haben die das verdammt gut geschnitten, weil ich habe halt nur diesen kleinen Ausschnitt gesehen und mein Eindruck war, dass Iris Klein live zugeschaltet war. Das war mein Eindruck, aber ich kann euch nur sagen, was ich gesehen habe und was dort steht. Das müsst ihr euch dann anschauen, sobald es ausgestrahlt wird. Auf jeden Fall war das eine ganz bedrückende Situation, irgendwie auch für mich. Ja, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, oh, okay. Und auch Yvonne war sichtlich schockiert, als sie auf einmal Iris Klein quasi indirekt gegenüberstand. Zitat, der Gastauftritt hat allerdings ein Geschmäckle, denn bekanntermaßen ist Klein mit Jones, die als Moderatorin ja eigentlich trotz aller Sünden neutral bleiben sollte, befreundet. Zitat Ende. Und das ist halt auch das, was ich schon gesagt habe. Ich wusste ja, dass Yvonne Wölke bei Promi-Büßen dabei ist. Die Kandidaten sind ja schon seit einiger Zeit veröffentlicht worden. Und ich habe mir das auch die ganze Zeit so gedacht. Ich habe es auch in meinem Video gesagt. Ah, ist das denn hier die beste Wahl mit Olivia Jones? Weil, wie gesagt, sie ist ja mit Iris Klein befreundet. Da könnte man ja ein bisschen befangen sein. Ich hatte den Eindruck, wie Olivia Jones das moderiert hat, dass sie sich schon
zurückgehalten hat, zumindest in diesem kleinen Ausschnitt, den ich gesehen habe. Ganz wichtig, ja, nur in diesem kleinen Ausschnitt, aber mehr weiß ich ja auch noch nicht. Und noch etwas wirkt beim Zuschauen extrem unangenehm. Vor laufenden Kameras holt Jones sich das Einverständnis von Wölke, eine private Sprachnachricht abzuspielen, die ihr die Kandidatin im Jahre 22 schickte. Während alle anderen Kandidaten zusehen, kann sozialer Druck größer sein. Die Worte Kleins müssen Wölke zusätzlich hart getroffen haben. Iris Klein, sie braucht einen Exorzisten, denn ich bin ja in ihrem Kopf. Sie redet seit einem halben Jahr von nichts anderem als von mir. Yvonne ist eine erfolglose Schauspielerin. Seit 20 Jahren versucht sie ins Fernsehen zu kommen, hat es ja jetzt auch geschafft. Das zweite Format durch mich, durch meine Hilfe. Sie hat 150.000 Follower durch mich bekommen. Und weiter, ich wollte die Ehe noch retten und hätte den One-Night-Stand verziehen. In meinen Augen ist sie eine Ehebrecherin, denn sie hat meine Ehe zerstört. Wölke würde sogar ihren neuen Freund anbaggern. Jetzt bist du die Freundin von der Ex-Frau, von der Mutter von schmettert Iris Klein Wölke an den Kopf. Zitat Ende. Und genau so war es. Genau das war die Stelle, die ich auch gehört habe. Iris Klein hat hier mächtig, mächtig losgelegt und ich hatte den Eindruck, dass Yvonne Wölke erstmal komplett überfordert war mit der Situation und ich habe auch, wenn man von Redeanteil geht, hatte Yvonne Wölke wirklich einen deutlich kleineren Redeanteil und man hat es ihr, zumindest meine ich das gesehen, so ganz schön zu schaffen gemacht, diese heftigen Sachen, die Iris Klein geäußert hat. Yvonne Wölke hat immer wieder gesagt, Lüge, das ist eine Lüge, das ist eine Lüge. Aber Iris Klein war da schon ziemlich direkt und auch wie sie es erklärt hat, das war schon alles echt heftig. Und in dem Moment hat man gemerkt, wie Yvonne Wölke geschluckt hat. Hier sehen wir Peter und Yvonne bei Wettkampf in vier Wänden. Dass Wölke versucht, in den Fokus der Medien zu kommen, ist nicht verwerflich. Jones wirft Wölke in dem Format vor, Szenen für Aufmerksamkeit inszeniert zu haben. Wölkes Management habe außerdem mehrmals darum gebeten, dass sie an das große Promi-Büßen teilnehmen darf. Ich hätte mir gewünscht, anders in die Medien kommen als mit den Schlagzeilen. So Wölke. Und machen wir mal noch den kleinen Absatz und dann schätzen wir das ein. Du gehst nicht über Leichen, aber über Ehen, sagt Jones und fragt Wölke suggestiv, ob das die sogenannte Extrameile sei, die man laut eines Zitats von Wölke gehen müsse, um berühmt zu werden. Und egal, was man von Yvonne Wölke hält, fair wird sie hier nicht behandelt. Zitat Ende. Also eine deutliche Abrechnung von TV Movie mit der ersten Runde der Schande. Und hier ist natürlich das große Problem, dass man Olivia Jones eine gewisse Befangenheit vorwirft. Also quasi keine neutrale Büßerin, so wenn man das so sagen möchte. Das war aber von vornherein klar. Was dann auch noch passierte, ist, dass Yvonne Wölke natürlich auch gekontert hat. Sie hat auch gesagt, dass Iris Klein sich über mich lustig macht, dass sie auch Follower generiert und Geld damit generiert. Also das war wirklich ein Ball, der hin und her ging. Aber man hat hier Yvonne Wölke auf einem richtig kalten Fuß erwischt. Aber, ich nehme jetzt hier Yvonne nicht in Schutz, weil wenn man zu Promi-Büßen geht, dann weiß man, dass man im schlimmsten Falle mit dem schlimmsten Geschehnis konfrontiert wird, was es bis zu diesem Zeitpunkt gab. Und wenn man das mal so zusammenfasst, dann ist es einfach die Situation mit Iris Klein. Unabhängig davon, wer recht oder unrecht, wer was getan oder wer was nicht getan hat. Es war von vornherein klar, wenn Yvonne Wölke zu Promi-Büßen geht, wird das, für was sie zu büßen hat, eigentlich nur die Geschichte mit Peter und Iris sein. Und dass hier Iris denn mit dabei ist, war abzusehen. Ich kann euch diese Folge auf jeden Fall nur empfehlen und dann müsst ihr euch euer eigenes Bild machen. Glaubt ihr Yvonne? Glaubt ihr Iris? Glaubt ihr beiden ein bisschen? Glaubt ihr beiden gar nichts? Das ist dann eure alleinige Entscheidung. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich werde mir die Folge nochmal dann komplett im Ganzen anschauen, muss aber so viel nochmal sagen. Es ist vorgedreht, es ist alles schon ein bisschen länger her und ich bin ehrlich gesagt wirklich froh, dass die Situation, wie sie jetzt ist, relativ entspannt ist. Deswegen bitte hier auch kocht das alte Thema nicht wieder hoch, bleibt freundlich und höflich in den Kommentaren. Ich denke mal, das Thema ist ausführlich, ausgiebig, genug breit getreten und diese Geschichte ist zu Ende erzählt. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, meine Lieben. Also Promi-Büßen ab dem 9. November um 20.15 Uhr auf ProSieben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Macht es gut. Ciao.